Ja, hallo. Mein Name ist Stranzenbach, meine Freunde nennen mich Eddie und ich befinde mich im Widerstand mit diesem Unrechtsstaat und mein Mittel des Widerstands ist der Steuerboykott auf ganz legale Art und Weise. Ich praktiziere Steuerboykott schon seit etlichen Jahren, mit zumindest mal bisher mit dem Erfolg, dass ich in den letzten 3 oder 4 Jahren keine Mehrwertsteuer mehr bezahlt habe. Ich bin Kleinunternehmer, also ich habe ein Ingenieurbüro, und indem ich seit den letzten 5, 6 Jahren keine Einkommensteuer bezahlt habe. Und ich erzähle euch, wie das geht. Kurz ausgedrückt, in dem Mehrwertsteuergesetz, in der gültigen Fassung von 2005, gibt es einen Artikel 27b und dieser Artikel 27b definiert, dass ein Vollzugsbeamter von der Steuerbehörde jederzeit bei euch Einlass verlangen kann und alle Dokumente, die er findet, einfach an sich nehmen kann und die mitnehmen darf. Das ist eine Einschränkung nach Grundgesetz Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung. Und eine solche Einschränkung ist nur dann zulässig, nach Grundgesetz Artikel 19, wenn das entsprechende Gesetz, also Grundgesetz Artikel 13, dort zitiert wird. Im Mehrwertsteuergesetz, im Umsatzsteuergesetz Artikel 27 gibt es jedoch diesen Zitierartikel nicht. Ein Bundesverfassungsgericht hat schon vor etlichen Jahren festgestellt, dass Verletzungen gegen das Zitiergebot dazu führen, dass das gesamte Umsatzsteuergesetz in seiner kompletten Gesamtheit nichtig ist. Das bedeutet, dieses Finanzamt erhebt Umsatzsteuer auf illegaler Basis. Punkt. Ja. Man stellt sich mal vor, wir kaufen uns ein paar Winterschuhe und bekommen dafür natürlich eine Rechnung mit Mehrwertsteuer und verlangen jetzt diese Mehrwertsteuer von unserem Finanzamt zurück. Dann hat das Finanzamt ein Problem. Es muss nämlich, um diesen Anspruch auf Rückzahlung niederzuschlagen, eine Rechtsbeugung begehen. Und diese Rechtsbeugung kann man natürlich auch vor Gericht ahnden lassen. Fassen wir sie doch an der Stelle, wo es Ihnen am wenigsten tut, beim Geld. Stellt euch vor, die Finanzämter werden durch Massenrückzahlungen von Mehrwertsteuer, ne, oder deren illegale Abweisung handlungsunfähig. Weil wir kaufen uns nicht nur ein paar Winterschuhe, wir kaufen uns einen Satz Eier, ein paar Kartoffeln, wir kaufen uns ein Eis. Alles, was wir kaufen, ist mit Mehrwertsteuer besetzt und von jeder dieser Mehrwertsteuer können wir, an jeder dieser Mehrwertsteuerzahlungen können wir einen Fall aufhängen. Ne? Normalerweise, wenn man demonstriert, muss man in der Regel abends wieder aufräumen. In diesem Fall ist die Aufräumarbeit aber auf Seiten des Finanzamts. Und es muss sich auf illegalen Pfaden bewegen. Das ist für mich ausgedrückt ein Druckmittel, wie man sich ein schöneres kaum wünschen kann. Wenn ihr euch mit diesem Gedanken anfreunden könnt, dann kommt mich doch besuchen. Es gibt am Donnerstag, den 17.01. um 9:30 Uhr beim Finanzgericht in Cottbus, Van Schoonstraße 10, einen Gerichtstermin, wo es genau um diese Mehrwertsteuerfrage geht. Und ich wünsche mir natürlich so viel Öffentlichkeit und Resonanz, wie es irgendwie geht. Ihr würdet mich sehr unterstützen, einfach nur durch eure Anwesenheit. Ihr könntet euch in dem Sachthema schlau machen bei dieser Gerichtsverhandlung und natürlich stehe ich auch anschließend für persönliche Gespräche zur Verfügung. Ich würde mir wünschen, dass diesem Unrechtsstaat viel, viel mehr Dampf gemacht wird, indem die Bürger, die Menschen dieses Staates auch Gesetzeslücken nutzen, um gegen einen solchen Unrechtsstaat vorzugehen. Ja, und ich freue mich über zahlreiche Teilnahmen. Also ich nenne diese BRD einen Unrechtsstaat, weil sie eine Besatzungsmacht darstellt.
Hier bei uns in Deutschland gelten immer noch Besatzungsrechte. Die Bundesregierung, die sogenannte Bundesregierung, ist eine BRD-Finanz GmbH. Sie ist ein Verwaltungsinstrument der Besatzungsmächte. Und wir als deutsche Nation, als deutsches Volk, können gar nicht über unsere Zukunft entscheiden, mit oder unter dieser BRD. Ne? Daraus ist auch zu erklären, dass die Bundesregierung sich um öffentliche Meinung und den Willen der Bürger überhaupt nicht kümmert. Ne? Wer denn schon ist einverstanden mit der Atompolitik, die von der Bundesregierung betrieben wird? Wer ist einverstanden mit der Kriegspolitik, die von dieser BRD betrieben wird? Wer ist damit einverstanden, Waffen in Krisengebiete zu schicken? Ne? Und viele, viele andere Dinge. Ne? Ich finde, es wird Zeit, dass wir unsere Geschicke wieder in die eigenen Hände nehmen und als Nation, als Volk, als Deutsche uns bekennen zu einem souveränen Staat, in dem wirklich die Macht in Volkeshänden liegt. Der Anlass zu kämpfen, also warum trete ich in den Widerstand, da ist es für mich besonders wichtig, weil ich Vater bin. Und ich möchte, dass meine Tochter und meine Kinder und Kindeskinder langfristig und dauerhaft ein friedvolles, eigenbestimmtes Leben führen dürfen. Genauso wie ich mir wünsche, dass ich ein friedvolles, eigenbestimmtes Leben führen kann. Ich kann aber nicht sehen, wie das funktioniert. Ich kann nicht sehen, wie das unter dem kapitalistischen System funktioniert. Und ich kann auch nicht sehen, wie das langfristig funktioniert unter der Herrschaft dieser Bankensysteme. Ich benenne einfach mal das Thema Schulgeldsystem. Wer in das Thema Schulgeldsystem eintaucht, wird sofort feststellen, dass wir alle 60 bis 80 Jahre zwangsweise in Katastrophen gestürzt werden, die wir als Bürger mit unserem Leben bezahlen müssen. Und deswegen ist es an der Stelle für mich so wichtig, diesen Kampf aufzunehmen, weil ich glaube, dass wir als menschliche Rasse, als Volk, als Bürger dieses Staates tatsächlich nicht nur das Anrecht haben, sondern auch die Zukunft also die Zukunft ein selbstbestimmtes, eigenständiges und friedvolles Leben führen zu dürfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, angesichts der globalen globalen Zustände ist das, also wir das langfristig überhaupt können, wenn nicht anders als friedvoll. Die Frage, die natürlich sofort kommt, ist, wie stelle ich mir meine Zukunft vor und wie stelle ich mir die Zukunft meiner Mitmenschen vor? Wir brauchen auf jeden Fall für ein friedvolles Leben untereinander andere politische Instrumentarien als die, die wir jetzt haben. Ne? Und deswegen ist also auch mein politischer Kampf für mich so wichtig. Ne? Ich glaube, dass in Zukunft, also dass unsere Zukunft bestimmt sein muss von friedvollem Umgang miteinander. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Gemeinschaft leben müssen und können auch. Ich gehe davon aus, dass wir Bestimmungen, also dass wir unter Eigenbestimmung agieren. Ich glaube, dass das Volk wirklich der Souverän des Staates sein muss. Und letztlich habe ich auch eine Vision davon, dass wir auf lokaler Ebene unsere Entscheidungen treffen müssen, direkt und unmittelbar mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Meine Vision ist eigentlich, dass es keine höhere gesetzgebende Gewalt gibt als die Gemeinschaft, in der wir leben und die Menschen, mit denen wir unmittelbar umgehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Studieren, beim Nachgucken und wir sehen uns, sofern ihr Lust habt und wollt, am Donnerstag. Auf Wiedersehen.